Eins der ungewöhnlichsten Museen von Berlin, das Ekelmuseum. Ich habe meine Eintrittskarte schon gelöst, eine Brechtüte. Werden wir mal schauen, ob ich die brauche. Gehen wir mal rein. Mit dem Ekel ist das ja eine völlig individuelle Geschichte. Früher habe ich ja immer gedacht, Ekel und Angst sind das Gleiche. Stimmt aber überhaupt nicht, weil beim Ekel wird die Pulsfrequenz tatsächlich niedriger und bei der Angst wird die Pulsfrequenz höher. Da sieht man schon, völlig unterschiedliche Gehirnregionen werden angesprochen. Eine ganze Wand mit alten Bekannten. Konservendosen von der Firma Büttner. Die sind cool. Meistens ist nämlich gar nicht das drin, was draufsteht. Da sind dann Gummibärchen drin. Thailändische Tarantel konntet ihr auf meinem Shop kaufen. Insektenlutscher.de. 20 Euro hat kaum jemand gekauft, weil kein Mensch so viel Geld ausgeben wollte. Aber gut zu wissen ist, die werden tatsächlich nach der Tötung 24 Stunden in Salzlake gegart und dann der Geschmack war echt und die Optik war schon echt widerlich. Ich spiele mal ein Video dazu ein. Das hat schon etwas mit Überwindung zu tun. Geschmacklich finde ich die anderen Insekten besser. In diesem Gefäß befinden sich tatsächlich bis hierhin tote Babymäuse. Wichtig ist, dass die ganz jung sind, also die Augen müssen noch blind sein und das Tier muss unbehaart sein. Und bis zu einem Jahr müssen die Tiere dann in dem Getränk reifen. Meine nächste Reise geht ja auch nach China, am besten direkt ein Abo da lassen und dann werden wir mal sehen, ob ich den Wein live in China genießen kann. Die Duranfrucht, die Stinkefrucht. Also ich muss sagen, der Geschmack ist total super, aber sie riecht ein bisschen individuell. Also die stinkt auch nicht, aber wenn man den Geruch über eine lange Zeit ertragen muss, dann ist es echt schon unangenehm. Ich musste mal 2 Stunden in einem Fahrzeug sitzen, wo eine Duranfrucht transportiert worden ist und mir war immer ganz leicht übel. Starten wir mit dem leichtesten, einen dänischen Kuhmilchkäse. Boah, Leute, der ist heftig. Wenn ich bedenke, dass da noch 4 kommen. Oh, okay, eine leichte Steigerung zum ersten. Interessanterweise, der riecht fast gar nicht mehr. Der riecht auch kaum noch, sogar jetzt schon fast angenehm. Und der letzte, eigentlich erwarte ich gar nicht mehr, dass er stinkt. Ich denke sogar, dass der jetzt wieder gut riecht. Scheint irgendwie beim Anfang der Gärung stark zu riechen und später vermute ich dann halt weniger. Schauen wir mal. Ja, wie ich vermutet habe, der riecht gar nicht mehr. Oder ich bin falsch rumgelaufen. Aber dort steht tatsächlich der ältere Käse. Jetzt kommen wir zu einer Theke. Da kann man selber mal probieren. Ich bin gespannt. Hier an der Theke kann man dann tatsächlich die Insekten probieren, die in der EU zugelassen sind als Speiseinsekten. Das sind halt die Mehlwürmer, die Grillen und die klassische Heuschrecke. Ich habe da ja schon mal ein Kochbuch zugeschrieben. Das musst du gar nicht im Buchhandel kaufen für 25 Euro. Das kannst du einfach auf meiner Webseite abladen. Hier packe ich mal den Link hin. Wichtig bei diesen Speiseinsekten ist immer, dass die gefriergetrocknet wurden. Sonst sind die in der EU gar nicht zugelassen. Nimm also bloß nichts aus der Zoohandlung. Da weiß man auch gar nicht, womit die gefüttert worden sind. Das ist kein Speiseinsekt. Ich konnte hier im Museum nichts finden, was mich irgendwie angeekelt hätte, aber das ist ja völlig individuell. Ich weiß, meine Hemmschwelle ist da relativ hoch angesetzt. Ich selber esse seit einigen Jahren kaum noch Fleisch, da es mich wirklich anekelt, wie wir mit den Tieren umgehen.